Was ist grün und hüpft durch den Wald? Nein, kein Rudel Gewürzgurken, sondern Gollum. Und was ist blond, hat spitze Ohren und rennt hinterher? Logisch, das sind Elfen. Wir spielen War of the Ring, das offizielle Echtzeitstrategiespiel zum Fantasy-Epos Herr der Ringe. Macher von War of the Ring sind Liquid. Die Jungs und Command & Conquer-Erfinder Ed Castillo haben bereits das tolle Battlelands programmiert. In zwei Kampagnen mit je 12 Missionen spielen sie entweder die gute Allianz aus Menschen, Zwergen und Elfen oder die dunklen Horden Saurons. Auf der Karte von Mittelerde wählen sie den nächsten Auftrag aus. Die meisten Schlachten beziehen sich auf Gefechte des ersten Buches. Vor allem solche, die dort zwar erwähnt, aber nicht näher beschrieben werden. Beispielsweise der Kampf um Edoras. Die Helden des Buches tauchen natürlich auch im Spiel auf und besitzen besondere Fähigkeiten. Hier sehen wir den True Shot von Legolas, der seinem Gegner ein außerplanmäßiges Bad verschafft. Zu den bereits bestätigten Kampfschauplätzen zählen die Furt bei Bruchtal, die Ebenen von Rohan und Osgiliath, was wir hier sehen, inklusive einem ziemlich wütenden Höhlentroll. Dass solch ein Troll aber nur Peanuts ist, zeigt uns hier ein leicht erhitzter Balrog. Wenn die Programmierer nicht Saurons Macht verfallen, erwartet uns Weihnachten ein feuriges Strategiespiel, das vor allem Fans der Bücher aus den Socken hauen wird.